Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Ultima Underworld. Die Ultima-Serie kennen bestimmt die meisten. Sind ja inzwischen 9 in der normalen Serie. Da gibt es das Online-Spiel noch dazu. Es gibt Underworld, es gibt Underworld 2. Es gibt noch diverse Adventure auf dem Mars und im Dschungel und was weiß ich. Also die Ultima-Serie ist riesig und sollte eigentlich fast jedem ein Begriff sein. Jetzt möchte ich aber allerdings Underworld spielen. Es ist etwas actionlastiger und erinnert doch stark an Daggerfall zum Beispiel. Also Elder Scrolls 2. Und wir spielen den Avatar. Der Avatar ist jemand aus der, aus der fiktiven Wirklichkeit, der in ein Paralleluniversum gezogen wird. Und zwar immer, immer, immer wieder, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen als der Avatar. Und er ist ein Paladin-Charakter. Also er ist eigentlich der Paladin, von dem die meisten Sachen so abstammen. Der Ur-Paladin, könnte man so sagen. Aber ja, wir wollen jetzt einen Charakter erstellen. Und zwar männlich. Und der ist eine Rechtshänder. Klasse. Kämpfer, Magier, Bard, Tinker, Druide, Paladin, Ranger oder Schafshirte. Also eigentlich ist er, wie gesagt, ein Paladin. Aber wir haben hier andere Möglichkeiten. Und ich glaube, ich würde die auch ganz gerne ausprobieren. Also allgemein, ich habe einmal kurz in das Spiel reingeguckt. Wirklich gespielt habe ich es zu meiner Schande damals nicht. Auch wie viele andere Ultima-Titel. Also wird es Blind sein. Paladin oder Bade hadere ich gerade zwischen. Also Paladin, weil es halt Kanon wäre. Das, was wahrscheinlich jeder am Anfang wählt. Oder Bade, weil es halt eine gute Mischung ist aus Kämpfer und Magier. Jedenfalls bei den meisten Rollenspielen. Aber ich glaube, ich bleibe beim Paladin. Wähle ein Skill. Preisschätzen, Charm, Akrobatik oder Reparieren. Ich denke nicht, dass wir in einem Dungeon auf so viele NPCs treffen werden. Also eher Schätzen oder Reparieren. Ich denke mal, Reparieren ist wichtiger. Also Ausrüstung reparieren. Nehmen wir das. Und als Skill nehmen wir das Schwert natürlich als Paladin. Und du bist ein gutes Paladin-Gesicht. Schwierigkeitsgrad, Standard oder einfach? Ein wenig irritierend, dass es kein Schwer gibt. Also könnte Standard schon schwer sein. Aber ich will es nicht riskieren. Also ich will jetzt nicht einfach wählen, das ist dann viel zu einfach. Da habe ich es lieber schwerer und dann später Probleme. Anstatt, dass wir einfach so durchrushen können. Das wäre ja langweilig. Also Standard. Name, Gerukon, Enter. Diesen Charakter behalten, ja. So, nach diesem Intro wissen wir jetzt, was genau vorgefallen ist. Also wir wurden wieder nach Britannia gerufen und dann kam es zu einer Verwechslung. Und zwar halten uns die Lords und andere Leute in dieser Burg für jemanden, der die Prinzessin entführt hat oder dabei geholfen hat. Also wurden wir jetzt in den Stygien Abyss verbannt und wir werden erst als rechtschaffend wieder anerkannt, wenn wir mit der Prinzessin zurückkehren. Und wir wurden auch nicht ausgerüstet. Warum auch immer. Wir wollen ja bloß eine Prinzessin retten. Aber gut. Und ein Lebenspunktanzeige und Mana. Ein Kompass. Also ist da. Da Norden. Der hängt ein bisschen hinterher, der Kompass. Aber ist okay. Ist ja beim Kompass normal, da muss ich normalerweise erst orientieren. So, ein. Oh, es ist nicht rückwärts gehen. Ein Sack. Aufheben. Sack. Okay. Also, rechte Maustaste ist die Hauptaktionstaste. Ah, gut. Du siehst einen Sack. Ich würde gerne reingucken. Ah, links, okay. Ein Schwert, eine schon benutzte Fackel, eine Karte und ein Tage alter Fisch. Oh, ja. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich so ist, aber es wäre interessant, wenn das Essen mit der Zeit schlecht werden könnte. Obwohl, es ist ein verlassener Kerker, in den fast nie jemand reinkommt. Da dürften wir eigentlich gar kein Essen mehr finden können, ne? Ja, mal gucken. Also ja, wir haben dreimal Essen, eine Karte, eine Fackel.
Wie machen wir die? Ah, okay. Also rechts ist meistens benutzen und links ist öffnen, anwenden. Muss ich mal gucken, wie das genau ist. Oh, können wir dich mitnehmen? Nee, eine komische Pflanze. Dich können wir mitnehmen. Benutze Schädel auf was? Kann man dich werfen? Nee. Angucken. Die scheint der Schädel eines Kämpfers zu sein. Ich denke mal, wir können ihn liegen lassen. Wie lege ich was wieder hin? Gar nicht. Ich kann keine Sache loswerden. Oh. Du denkst, es ist schon früher Abend. Na gut. Was steht denn da? Auge? Wir haben den Eingangsbereich mit jeder Art von Werkzeug bearbeitet, aber es hat nicht nachgegeben. Es kann einfach nicht gebrochen werden. Daher haben wir aufgegeben und werden wohl in dieser hellen Grube verenden. Das ist sehr aufmunternd. Also gut, hier scheint wohl nichts mehr zu sein. Der Stein da sieht komisch aus. Ja. Moosiges Gestein. Okay. Kämpfen, testen. So, Musik ändert sich gleich. Rechte Maustaste. Ah, gedrückt halten und der Dingens da verändert sich. Das ist ein Stich. Schon wieder ein Stich. Achso, hängt es davon ab, wo ich das mache. Seitenschlag und Überschlag. Jo, erinnert definitiv an Daggerfall. Aber gut, was haben wir da? Eine zerbrochene Axt. Eine Halterung für eine Kette. Eine Pflanze. Können wir dich aufsammeln? Ja, können wir. Oh. Das wollte ich nicht. Ich habe die Pflanze jetzt aufgegessen. Okay. Schmeckt ein wenig fad, aber ist sättigend. Ist schon mal gut zu wissen, falls wir wieder irgendwo Pflanzen finden. Was haben wir hier? Auge. Müll. Müll, Müll, Müll. Ah, wir können es doch wegwerfen, okay. Warum könnte ich den Debris gerade wegschmeißen und den Schädel jetzt nicht? Ah, rechte Maustaste, okay. Schädel. Liegt auch nichts drunter. Okay. Eine Tür. Wir haben keine Dietriche. Können wir dich öffnen? Nein. Benutzen. Ist abgeschlossen. Einschlagen. Zack. 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 Nö. Können wir nicht einschlagen. Wir hatten eine Karte, richtig? Wie benutzen wir die Karte? Nicht so. Links? Ja, sehr schön. Eine Feder. Oh, wir können Markierung setzen. Eingang. Und die bleiben sogar stehen. Oh, sehr schön. Weil es gibt ja sehr viele Karten bei den ganzen verschiedenen Spielen. Also von der Art her, wie sie aufgebaut sind. Manche kann man gar keine Einträge setzen. Andere, da sitzt man so kleine Knubbel. Man muss jetzt mit der Maus rübergehen. Manche setzen gar keine Knubbel, sondern muss einfach nur über den Maus rübergehen und wissen, wo ein Knubbel schon gewesen wäre. Aber das hier ist sehr schön. Also wir können alles markieren. Also da ist der Eingang. Hier ist eine Tür. Gibt es ein Ü? Nein, es gibt kein Ü. Also Tür. Schließen. Aha. Also haben wir nur einen Weg. Was bist du? Ein Stück Holz. Oh, das könnte wichtig sein für ein Feuermacher oder so. Ich nehme mal mit. Da geht's runter. Oh ne, doch nicht. Ist einfach nur eine kleine Höhle. Mit ganz viel Zeug. Was haben wir hier? Sollten erstmal gucken, was es ist. So, ah, okay, jetzt runter. Schrott. Ein zerbrochenes Schwert. Dreck, Gras, Knochen, ja.
was man halt erwartet. Eine Schüssel. Die nehmen wir mit. Eine sehr verwitterte Axt. Und eine Fackel. Ich würde gerne die Fackel mitnehmen. Und die Axt. Und das mal zumachen, weil wir keinen Platz mehr haben. Also hochgucken, damit die Ansicht wieder okay ist. Wir bekommen so einen leichten Fischblick, wenn wir nach unten gucken. Ist ein wenig irritierend. Aber gut. Was ist das da? Blut und Knochen und mehr Blut und... Oh, ein Oddstone. Die Runen kenne ich doch aus anderen Ultima-Titeln. Die sind zum Zaubern da. Kann ich aber nicht links klicken. Kann ich benutzen? Irgendwo hinziehen? Vielleicht so? Ne, jetzt haut er nur zu. Okay. Magie wird wohl erst später irgendwie hinzugefügt. Oh, noch so einer. Wird da was gehauen? Die Musik ist teilweise ein wenig irreführend. Ich denke gerade, ich werde angegriffen mit diesem. Aber gut. Noch ein Oddstone. Nein, ein Juxstone. Und noch eine Tür. Bisher noch kein Gegner. Was ein wenig verwunderlich ist, aber gut. Was haben wir hier? Noch mehr Holz. Und Knochen. Holz kommt mit. Für ein etwaiges Lagerfeuer. Oh, ein Rucksack. Was haben wir denn Schönes im Rucksack? Oh, ganz viel Zeug. Ein roter Schlüssel. Mein liebster Alfred, geh in den Abyss, wissend, dass ich dich nicht vergessen werde. So bitter wie die Gerechtigkeit des Barons auch scheinen mag, es ist besser als der Galgen. Egal wie viele Jahre vergehen werden, ich werde auf dich warten. Deins für immer, Sandra. Ja, immer hat nicht sehr lange gedauert. Okay. Was haben wir hier noch? Oh. Okay. Runen in den Beutel tun. Okay. Wie komme ich hier wieder aus der Ansicht weg? Ah, da unten. Ah, sehr schick. Okay, also du da rein, du da rein, du da rein, du da rein. Du... hier hin. So, und wenn ich jetzt drehe, kommt was ganz anderes. Also das öffnen. So. Was machst du jetzt? Achso, du bist nur ein Hinweis. Haha. Iü. Ist kein Spruch. Oh. Okay, ich muss jetzt die richtigen Kombinationen finden. Kein Spruch. Kein Spruch. Ich probiere mal aus, ob eine einzelne Rune alleine irgendwas macht. Was wie ein Fackelspruch vielleicht. Sonst werde ich darauf angewiesen sein, irgendwelche Notizen zu finden, wie ein Spruch funktioniert. Nö, anscheinend nicht. Na gut. Zwei Türen. Eine braucht einen Schlüssel. Wo war der Schlüssel drin? Nicht da. Hier war der Schlüssel drin. So. Achso, benutzen Schlüssel. Nö. Da vielleicht. Auch nicht. Da ist kein Schloss dran. Können wir einfach durch? Es ist geschlossen. Kein Schloss, aber es ist geschlossen. Oh, das können wir öffnen. Oh, Gegner.
Komm her, du kleines Garstiges. Oh, treffe dich nicht. Aha. Die Musik ist cool. Okay, du mitnehmen. Essen kann mein Rucksack rein. So. Was haben wir hier? Sandalen? Oh ne, Beinpanzer. Okay. Das heißt, der Schlüssel kann jetzt nur noch für die andere Tür sein, wo wir vorhin waren, richtig? Ich probiere nochmal die hier zu öffnen. Kann ich nicht aufheben? Kann ich sie einschlagen?